Männer, was ich mich frage, wo sieht man mehr Dilemma? Bei den Schafen oder hier? Ja, ich bin heute für eine Mannschaftsverpflegung zuständig und nur grillen geht ja auch nicht. Das gehen ja alle auseinander wie die Hefeklöpse, ey. Das ist, ich brauche aber noch ein Rezept. Ich weiß noch nicht genau, was ich soll ja irgendwas kochen. Lecker, 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 lecker. Der Kalli. Lecker, geil, lecker, den kann ich. Lecker, lecker, so viel lecker, ab, lecker. Kalli, grüß dich. Tag, Uwe, ja. Ich wollte einfach mal durchfunken, wie es ja läuft. Pass auf. Pass auf, ich muss heute Mannschaft, ich brauche ein Sommerrezept. Was kann man machen? Was Leichtes? Du hast doch so viel abgenommen. Du kannst ja, das doch... ich habe viel abgenommen, weil ich gemerkt habe, ja. Lieferando ist keine Fitness-App. Sicher habe ich einen Tipp für ein schönes Sommerrezept. Mach einfach ein Sommergulasch. Sommergulasch? Boah, der hat eine gute Idee. Schick's mir mal eben Rezepte, brauchst ja nicht alles, weil ich habe nichts zu schreiben. Schick's mal rüber eben, ne? Schick ich dir gleich rüber, kein Problem. Kalli, top, mit dir kann man arbeiten. Tschückens. Ah, geil, der Kalli. Sommergulasch habe ich auch noch nie. Ah, hier hat er Rezept. Ja, das ist ja... Das hab, ich hab ja schon was eingekauft, ne? Habe ich hier schon bei. Das ist also... Das ist kein Problem. So, für den Sommergulasch brauchen wir erstmal Teller, logisch. Klar. Mal schon mal vorbereiten hier. Stefan! Mann, wenn du hier einmal nicht aufpasst bei denen, das ist... So. Ah. So. Ah, haben wir schon. Ja. Fertig. Zwei Portionen Sommergulasch. Hermann! Du wolltest doch diesen Sommer 5 Kilo abnehmen. Dann fehlen ja nur noch 12. Männer, wenn ich euch Taktik erkläre, dann ist das genauso wie AGBs lesen. Einfach alles durchscrollen, ignorieren und am Ende klickst du auf, ich stimme zu. Ja, und die Energiekrise schlägt jetzt auch in der Bundesliga zu, ne? DFB-Pokal ist ja bald, ne? Und hier Schalke spielt gegen den Bremer SV. Aber nicht in Bremen, sondern in Oldenburg. In Oldenburg ist es aber so, dass sämtliche Sportanlagen, weil sie Energie sparen wollen, auf warm Wasser verzichten bis zum 8. August. Heißt, wenn die Schalke-Profis kommen, die müssen kalt duschen. Gut, das kennt man ja auch Schalke aus den letzten Jahren. Also sportlich gesehen. Ne? Und der Schalke-Trainer meinte, der Kramer oder was, warum sie den verpflichtet haben, weiß ich auch nicht. Das ist der Erste, der nach 3 Tagen wieder, der wird wieder Baum, so ähnlich. Da sagt der Kramer, ja, wir sind vorbereitet, wir nehmen ganz viele Wasserkocher mit im Bus und tun das Eis aus der Eistonne dann im Wasserkocher und machen das warm. Und der Witz daran ist, ich traue denen dazu. Andi, nimmst du an dem Wettbewerb für Loser teil, da wirst du noch Zweiter. Ja, und bei der Hitze lässt die Bundesliga jetzt auch mal das Transferfenster zu, ne? Einige Vereine haben schon überlegt, ob sie sich umbenennen. Ne? Hier Werder Bremen, Darmstadt 98 Grad oder Rot-Heiß Essen. Stefan, der Wunsch nach einem erlösenden Tor war bei mir noch nie größer als jetzt. Und zwar nach einem Ventilator. Aber bei der Hitze, da kannst du ja nur noch, wir gehen da ins Freibad, ey. Ich hoffe, dass die da nicht wieder so ein Terz machen. Kriegen sie wieder Anschiss hier vom Aquaman, Bademeister. Schick die erstmal ins Wellenbad. Ne? Rauf und runter, rauf und runter. Wie bei uns in der Saison. Und der Einzige, der kotzt, bin ich. Ach, ist egal. Dann haben die Jungs im Freibad jedenfalls mal einen chlorreichen Tag. Kevin! Denk nachher dran im Freibad, ne? Wenn deine Hose nass ist, musst du nicht gleich eine neue kaufen. Ja, bei dem Kevin, da haben diese ganzen Kopfsprünge, die haben ein bisschen... Hat er uns nämlich erzählt, ne? Früher sind nämlich die Leute immer von seinem Kopf gesprungen, deswegen... Stefan! Boah, das war der Knaller. Mit dem waren wir das letzte Mal im Freibad. Rüber! Mit dem war ich das letzte Mal im Freibad, ne? Kommt der ohne Hose aus dem Wasser. Ich so, wo warst du denn? Er so, hier bei Übungen mit der Poolnudel. Ich so, da war doch was ganz anderes gemeint, du doof. So einen haben wir natürlich nicht vergessen, ne? Es gehen Grüße nach oben an den bodenständigsten Weltstar, den wir jemals hatten im deutschen Fußball. Rest in Peace, Uwe Seeler. Der einzig wahre Uwe. Was ein toller Typ, ne? Der da... Hat der HSV extra für Uwe Seeler gespielt, ne? Das hat ja riesig geklappt. Ne? Da kannst du so viele Sondertrikots machen, wie du willst. Und Choreos und alles ganz schön. Wenn du die Scheiße nicht auf den Platz kriegst, ey, boah, du merkst es bei mir selbst, ey. Mein Gott, Walter, ey, ich hoffe, der hat die Jungs richtig zusammengefaltet. Was eine Scheiße, Alter. 90 plus 4, da kriegst du da noch die Uwe richtig nie auf, ey. Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat bei seinem Vermieter angerufen und hat gefragt, warum er bei der Hitze für seine Dachgeschosswohnung Kaltmiete zahlt.